Ja, recht herzlichen Dank. Sie haben gemerkt, die können auch ein bisschen tanzen, haben auch so ein bisschen Rhythmus im Blut, aber immer noch so ein bisschen gucken sie verkniffen, weil einige noch gar nie nicht auf einer Bühne gestanden haben. Ne? Von daher, ja, ich frage einfach mal so in die Runde, jetzt kommt's, Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Ich frage euch beide mal. Ja, ihr wart ja so begeistert, ihr habt uns irgendwo gesehen. Erzählt doch mal selbst, wo habt ihr uns her, wie seid ihr darauf gekommen mitzumachen? Erzählt mal. Wir waren in Ute zur Gospel Night und haben euch da gehört als letzten Chor. Und ja, das, was ihr gesungen habt, hat uns eigentlich ganz im Inneren so berührt, dass wir gesagt haben, ganz spontan, das würden wir auch gerne mal machen. Ja, und dann hieß es mit mal, wir machen einen Workshop und dann waren wir natürlich dabei. Du siehst das genauso? Ich sehe das genauso, weil ich bin ja ihre Freundin. Ja, so hat man zumindest schon mal einen, den man kennt, ne? Wenn man irgendwo anders hinkommt. Wunderbar. Ja, als nächstes haben wir für Sie vorbereitet mal was ganz anderes. Uying Quelle Baba. Uying Quelle Baba ist ausnahmsweise mal ein Stück, was man nicht so bei Afrika-Workshops lernt, sondern da gibt es ausnahmsweise auch mal Noten. Ist ja nun mal eine Seltenheit. Und von daher, es ist immer schwierig, wenn dann Europäer versuchen, afrikanische Lieder aufzuschreiben. Das wirkt nie so. Das kommt nie so hin, weil Musik im Prinzip nach Noten, das ist Mathematik. Und Mathematik, wissen wir alle, ist immer recht dröge. Und so singen wir nun für Sie Uying Quelle, ein begeisternder Zulu-Song, der in Südafrika improvisierend zur Einstimmung auf eine geistliche Feierstunde oder zum Sanctus im Gottesdienst gesungen wird. Und wir haben das Ganze als Chorstück und viel Vergnügen nun mit Uying Quelle Baba. Thank you.